Guten Morgen und Fun on my Weekend. Ich starte meinen Tag heute mal wieder mit Sport. Ich versuche es jetzt wieder öfter zu machen. Also mindestens 4-5 Mal die Woche. Also 4 Mal schaffe ich es auf jeden Fall. 5 Mal wäre schön. Ne? Amazon, da habe ich bestellt. Moment. Peaches hat auch immer Spaß mit den Päckchen, gell? Ein Mikrofon! Ha, yeah! Damit ihr mich auch besser hören könnt. Generell, glaube ich, werde ich das mal ausprobieren, mal sehen. Und auch, wenn ich mal draußen filme, weil... Warum nicht? Jetzt kommt der Sommer und so. Jetzt habe ich mal vor, ein bisschen auch draußen was zu filmen. Und dann hört ihr das besser. Ohne Rauschen, ohne Hintergrundgeräusche oder nicht so stark. Ich hoffe, das geht. Da stand, das muss man einfach nur an sein iPhone anschließen. So, und das ist ganz praktisch und dann kann das so aufgenommen werden. Es gibt eine extra App dafür. Irgendwie... Oder halt, die jetzt schon dabei ist. Keine Ahnung mehr, wie das war. Hat, glaube ich, was hat das? 44 Euro oder so habe ich bezahlt. Ich kann euch mal den Link in die Infobox setzen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr vielleicht auch sowas sucht oder so. Das hatte halt sehr gute Bewertungen. Beziehungsweise sogar die besten. Ja, deswegen habe ich mir das geholt. Ich bin mal gespannt. Ich sage euch dann nochmal, wie es wirklich ist. Also schaut mal in die Infobox, weil dann habe ich schon ausprobiert. Dann sage ich euch, ob es mir gefällt oder nicht. Okay. Wir sind gerade auf der Zeil, mein Freund und ich. Seine Lieblingsbeschäftigung, also am Samstag. Nicht. Guck mal, wie voll. Oh mein Gott, und laut. Ein bisschen zum Saturn. Wir suchen eigentlich wieder nach Requisite für Peaches denkt. Sorry, jetzt ist es zu laut gleich. So nochmal. Weil wir suchen Requisite für Peaches denkt morgen. Wir haben so ein paar Ideen. Hoffentlich wird das machbar sein, keine Ahnung. Und wir brauchen noch was, das habe ich vergessen zu bestellen, beziehungsweise ich wollte es eigentlich nicht bestellen, weil das zu teuer war. Jetzt wollte ich mal schauen, was das so im Laden kostet. Müssen wir zu Saturn. Genau. Müssen noch weiter hoch, gell? 3., 4. Stock stand da. So viele Geschäfte auf der Zeil. Und wir finden einfach mal gar nichts. Alles, was ich so wollte, gab's nicht. Toll. Kann ich jetzt online bestellen, aber ist ein bisschen schlecht für morgen. Wir haben jetzt ein paar Dinge gefunden. Wir suchen eigentlich nur noch eine Sache und haben die vorhin bei Karstadt gefunden. Wir werden also jetzt wieder zurücklaufen, hin und her, die ganze Zeit. Mein Freund ist auch schon dementsprechend gut gelaunt. Noch mehr als zuvor. Ja, eigentlich bin ich auch nicht so gut gelaunt. Aber jetzt gerade, weil die Sonne draußen ist, kommt es von mir automatisch wieder. Jenny vom Block. Nein, hör auf. Könnte ich mal wieder hören. Auf jeden Fall, das habe ich schon gemacht. Pasta mit Knoblauch und Chili und Olivenöl. Und dann habe ich so gedünsteten Brokkoli drüber und Parmesan. Ja. Das ist ein bisschen scharf. Oh oh. Aber scharf ist gut. CSDS-Finale. Ich habe für Annette angerufen einmal. Nee, die gewinnt jetzt nicht. 50 Cent hat das gekostet. Aber ich glaube irgendwie, dass Melton gewinnt, oder? Was meinst du? Irgendwie schon, ne? Das nicht sagen. Wir haben wirklich beides abgeliefert. Das sind die letzten beiden von, ich glaube, 35.000, die hier mitgemacht haben. Ich sag euch, ich freue mich. Oh, yes, mein Anruf hat gezählt. 50 Cent, Annette ist Superstar. Hörst du, 50 Cent, Annette ist Superstar. Jenny wollte es nicht glauben. Hat funktioniert, guck. Oh mein Gott. Und hoffentlich gewinne ich auch was. Das dann nicht. The One. Ja, statt da nicht mein Name. Hi, ich bin noch nicht fertig. Wir haben jetzt eigentlich nur Peaches denkt, die Folge abgedreht und ich schneide das jetzt gerade und ich bin etwas stolz. Also ich finde es okay, man erkennt es auf jeden Fall. Vor allem ich als Laie und ich kann gar nichts, was so Videobearbeitung angeht und so. Aber ich habe es einfach mal probiert und habe ein Intro gemacht eben für das neue Peaches denkt, so Breaking Bad-like Style und so. Und vor allem habe ich keine, wie heißt das?
Copyrights verstoßen oder sowas. Also die Songs und die Bilder und alles, also es ist nur so angehaucht, aber ich glaube, man erkennt das trotzdem ganz gut. Ja, ich bin gerade voll baff, so wie cool. Also ich find's cool. Darf man sich selbst loben? Man darf sich manchmal auch selbst loben, oder? Also mir gefällt es. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir gehen jetzt gerade zur Dippemess. Ich war noch nicht da dieses Jahr. Und heute ist der letzte Tag. Also heute wird Feuerwerk sein. Yeah. So, guck mal, was es so gibt. Bungee Jumping. Ah, so was mag ich immer. Süßigkeiten. Aber echt leer gerade, gell? Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich hier nicht mehr war. Krass. Muppet-Show daheim. Muppet-Show daheim. Das ist krass. Was machst du? Wir wollen jetzt was essen. Ich will Backfisch. Get Jenny, Backfischbrötchen. Hier habe ich mein Backfischbrötchen. Und Feuerwerk startet schon. Wir haben jetzt keinen Platz. Ich muss jetzt irgendwo Platz finden. Fischenschuh kann man machen. Da, gehen wir da hin oder was? Ich kann nicht mehr. Schmeckt auch nicht so gut. Die haben das so fettig gemacht. Die haben das Fett nicht abtropfen lassen. Schon genug Fett bei. Nee, aber ich habe nur die Hälfte gegessen. Mal probieren. Oh, ich liebe das. Erdbeeren mit dunkler Schokolade. Beste. Mach ich auch mal demnächst zu Hause. Super lecker. So, mein Freund hat sich Zuckerwatte geholt. Das habe ich auch schon Jahre nicht mehr gegessen. Schmeckt super lecker gerade. So erdbeermäßig. Mein Rosa. Oh, wir gehen jetzt wieder. Guck mal. Ich habe gestern diesen Becher bei Xenos gekauft. Und super gut für meinen leckeren Eiskaffee. Viel Mandelmilch. Diesmal wirklich Mandelmilch. Keine Hafermilch. Dann habe ich, also Eiswürfel natürlich erst rein. Dann Mandelmilch bis hier oben aufgegossen. Und einen Espresso reinlaufen lassen. Und, ach so, Moment. Ah. So, gerade vergessen, weil das wollte ich euch ja noch zeigen. Das hatte ich mir vorgestern, oder ja, war das, ja, egal, auf jeden Fall die Tage, bei Dings gekauft. Bei Teegut habe ich das gefunden. Gibt es wahrscheinlich auch in anderen Supermärkten. Da gibt es auch noch andere Sorten, die interessant waren. Bei Twitter haben sie mir Bescheid gegeben. Aber das schmeckt wirklich gut. Das ist Kokostraum, schmeckt lecker. Wer so auf Kokos eben steht, natürlich. Man muss wirklich sehr sparsam damit umgehen. Nicht zu viel, weil sonst schmeckt das ekelhaft. Also sonst ist es zu krass. Also so ein Hauch. Ich habe wirklich nur so einmal so und das war's. Super lecker jetzt. Lecker. Und ich glaube, das hält jetzt auch länger kühl durch dieses Ding, weil die ist doppelwandig, sehe ich gerade. Problem ist nur, dass ich das so schnell aufgetrunken habe, das braucht gar nicht länger kühl sein. Das ist so schnell. Ich könnte das in einem Zug austrinken. Ich mache jetzt mal langsam und genieße es. Yeah. Ich beende mein Follow-My-Weekend jetzt hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns hoffentlich auch das nächste Mal wieder. Ihr schaltet hoffentlich wieder ein. Ich werde, ich habe momentan recht viele Ideen und sehr viel irgendwie mir auch aufgeschrieben und sehr viel vor. Deswegen erwartet, also deswegen könnt ihr mehrere Videos erwarten. Mehr als was ich sonst so normalerweise poste. Habt ihr vielleicht jetzt auch die Wochen gemerkt. Weil ich immer, die müssen halt raus, sozusagen. Ich habe halt, ups, ich habe immer Serienalarm. auf jeden Fall, genau. Also kriegt ihr einfach jetzt mal mehr. Vielleicht freut es euch, vielleicht auch nicht. Aber ja, ich habe gerade Bock drauf und ich will die halt auch mal jetzt machen. Deswegen halt.
Genau. Schaut euch unbedingt wirklich, das liegt mir sehr, sehr am Herzen diesmal, das letzte Peaches denkt. Weil, also es hat echt lang gedauert. Denkt man jetzt vielleicht gar nicht, aber es hat echt lang gedauert. Und vielleicht gefällt es euch, vielleicht mögt ihr auch Breaking Bad so sehr wie ich. Ich danke hier an dieser Stelle nochmal Ellie, dass sie mich darauf gebracht hat, auf die Serie. Beziehungsweise, das ist auch, es stimmt nicht so ganz, weil es war, immer wenn ich das sage, ärgert sich mein Freund, weil er dann immer sagt, ich habe dir schon vor Ewigkeiten von dieser Serie erzählt und ich habe nie dahin gehört. Kennt ihr das? Wenn er dann labert, dann lasse ich ihn immer labern und so. Und naja, und dann später, als ich das dann geguckt habe, sagte, ach ja, und jetzt guckst du es auf einmal und so, bla bla. Naja, aber wir beide lieben diese Serie extrem und deswegen sozusagen als Hommage. Und Peaches war ja auch immer dabei, als die Sendung lief. Willst du auch mal Tschüss sagen? Da, guck, hier musst du reingucken. Da. Ja. Oh. Er erzählt euch sozusagen dann von einem vorigen Leben von ihm. Und da war er genauso wie Walter White. Aber Walter Peach. Aber schaut es euch an. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Also wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Am besten ihr folgt mir auf Twitter, Instagram oder Facebook. Am allerbesten Facebook bzw. Twitter. Dann bekommt ihr immer mit, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Falls ihr dann nämlich immer up-to-date sein möchtet, weil ich ja wie gesagt nicht diese Zeiten immer so jetzt einhalte. Also, ich freue mich auf euch. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.